Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Let's Play Together. Rennsimulator. Rennsimulator. Nein, ich war hier in der falschen Spalte gerutscht. Und hatte in der falschen Spalte was abgestrichen. Da, wo ich meine Folgen zähle. Ja, wieder mit dabei die Susi. Habt ihr gerade schon gehört? wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass ich geredet habe und Susi hat es nicht gehört. Warum? Ich hatte mich aus irgendwelchen Gründen gemutet, weil ich zwischendurch mal die falsche Taste erwischt habe hier. Ich werde mal eben schnell noch kurz ein bisschen weiterbauen. Bitte? Du bist gestern an mir vorbeigerannt, geil. Klasse, hat mir gefallen. Ohne einen Ton zu sagen, dachte ich, aha. Was ist los? Nein, wie gesagt, ich habe geredet. Aber es war halt nicht zu hören. Klar, wenn's Mikrofon aus ist. Nicht für meine Ohren. Aber die Zuschauer haben es mitgekriegt. Die haben sich jetzt wahrscheinlich im Nachhinein weggeschmissen vor Lachen. Okay. So. So. Ey, nicht die Bretter runterschmeißen. Falsche Taste erwischt. So, jetzt haben wir's. Gut. Ja, ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr im Augenblick. Das macht nichts. Die stapel ich trotzdem da hinten, denn die Bretter. Ja, na klar. Das ist kein Problem. Aber verkauft werden sie erstmal bitte nicht, weil mit dem Holz denn. Ja, sonst haben wir wieder das Problem, dass wir kein Holz haben. Das ist richtig. Zumal wir für die Wasser- und Futtertröge ja noch einiges an Holz brauchen. Ja, du musst mir das Holz von unten aber auch noch hochholen, bitte. Ja, ja, tue ich auch gleich. Ich dachte mir, solange es hell ist, vielleicht erstmal bauen hier, dass man es besser sieht. Ja. Schwupps, so, die Scheune haben wir. Türen sind auch alle drin. Die beiden Wassertröge waren schon fertig. Die beiden Futtertröge bin ich bei. Futterdruck ist fertig. 14 Bretter brauche ich noch. Ja. Dann haben wir das. Ups. 4. Ich dachte, da kommen immer 4 Bretter raus aus einem Baum. Nein, 2, wir haben noch die einfache Säge. Ja, wenn die andere Säge das doppelte an Bretter macht, ist es kein Ding. Aber nicht, wenn die Zeit schneller geht. Das finde ich albern. Ja. Lass uns davon lieber das andere holen, alles was man braucht. Ja, erstmal auf jeden Fall. Das können wir dann, wenn wir genug über haben. Aber richtig. Können wir das dann immer noch holen. Genau. Denn ich sage mal, wenn wir erstmal alles voll Tiere haben, dann kommt es auf die Zeit an.
Ja, aber dann brauchst du auch Kohle, ne? Du musst ja die Tiere auch versorgen können. Ja, nein, ich meine, wenn das so weit läuft, aber dann bist du ganz, den ganzen Tag nur am Melken und am Eier sammeln und so weiter. Ja. Na, und dann, wenn wir dann irgendwas Neues bauen wollen, dann macht's schon Sinn. Das ist ja auch okay so, aber momentan ist das echt Nein, im nicht sinnvoll. Moment nicht. Dann Im solltest Moment du eher nicht. das andere alles kaufen, dann mach das lieber. Ja. So, Futternäpfe sind auch beide fertig. Sehr schön. Dann ist der von der Straße aus gesehen, der erste Stall ist der Kuhstall und der zweite ist der Schweinestall. Okay. So, dann brauchen wir jetzt erstmal Geld, nämlich 200. Das war damit wir kein Futter mehr kaufen müssen, einzeln, sondern das war hier den Silo befüllen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir Metall zusammenkriegen, diese fehlenden 90, damit wir unseren Wasserturm in Gang kriegen. Weil dann haben wir die Versorgung im Grunde der Tiere schon mal mehr oder weniger gesichert. So, und ich flitz runter und hole das Holz hoch. Hier liegt auch noch ein bisschen was. Ups, das ist auch wieder ein Stein. Jawohl, wieder ein Stein erwischt. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Oh, jetzt habe ich sogar geschafft, sechs nebeneinander zu kriegen. Oh. Nix.
Muss ich also doch drauf springen. Unten habe ich eingeladen. Dann geht's zum ersten Stapel bei uns an der Straße. Beziehungsweise die liegen hier noch einzeln. Dann stapel ich die mal kurz. Na komm. So. Zwei. Oh, da liegt auch noch einer. Das so verteilt noch, ja? Wohnen unten oder oben? Bei uns an der Straße, aber im unteren Bereich. Okay. Da hattest du noch zwei oder drei Bäume gefällt, die hattest du noch nicht gestapelt. Und ich meine, oben liegen auch noch welche. Ist aber egal. Ich muss ja sowieso hier in die Richtung hoch und dann stapel ich mir die kurz hin und lade sie auf und fertig. So, das erste, das ist der Kuhstall, ja? Die Gatter hinter sind unterschiedlich groß und ich dachte mir, den größeren vielleicht für die Kühe. Auf jeden Fall. Die sind unterschiedlich groß. Okay, gucke ich Die mal. habe ich hinten unterschiedlich groß gebaut, ja. Weil die sind ja nicht wie im ersten Teil fertig, sondern die baust du ja selber. Okay, ich kann keinen Unterschied erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, eins ist ein Zaunfeld mehr. Okay. Mindestens eins mehr. Gut. Gut, mehr kriege ich nicht rein. Dann komme ich mal eben mit dem
Ich bin schon fertig, ich warte schon. Gut. Kommt ein ganzer Wagen voll. Das ist schön. Ja, dann mache ich da mal wieder an. So, sehr schön an. Einschalten. Ich fahre direkt wieder. Wolltest du noch mehr oder? Ja, hier sind jetzt noch drei große Stapel und dann liegt da noch einiges rum. Okay. Ja, zwei große und ein kleiner Stapel. Jetzt habe ich schon wieder die Säge eingepackt. Ich sag dir, das ist doch. So, jetzt kommst du hierher, sage ich dir, und jetzt bleibst du hier stehen. Aufnehmen. Ja, bei solchen Sachen wie Säge und so weiter fände ich es gut, wenn eine Abfrage nochmal kommt. Willst du die wirklich nehmen oder so? Oder dass es die Taste lange halten muss oder irgendwie was? Ja. Das ist richtig, weil das ist ja wirklich hier. Ich Ja, steht ja denn wenn du direkt. jetzt versehentlich kurz drückst oder was, dann hast du in der Ja. Tasche. Das ist echt. Naja, und auch mit klar. Diesmal habe ich die nicht so gut gepackt wie eben. Sind es dann sogar nur vier nebeneinander. Na, dann ist das so. Ich räume jetzt nicht noch mal ab. So, ein Stück vorfahren zum nächsten Stapel hin. Na, das sehe ich wieder nicht. Dahin. Ich glaube, jetzt mehr geht nicht. Ja, die sind etwas abenteuerlich gestapelt.
meine, nun fahr doch mal ein Stück und mach nicht immer nur Bocksprünge. So, bitteschön. Dankeschön. Nächste Stapel. Okay, 5 Stück. Du machst 5 immer nebeneinander, ja? Einmal habe ich es geschafft mit 6, aber du musst die ja so hindrehen. Und wenn das Auto nicht in genau dem Winkel steht, wie du es brauchst, dann kriegst du die nicht so hingedreht, dass du dann wirklich 6 nebeneinander hinkriegst. Okay. So, der Stapel ist weg. Hier unterwegs, hatte ich gesehen, lagen noch welche auf der Erde. Jetzt hatte ich eben das Problem, jetzt stand das Auto in einem etwas anderen Winkel, am zweiten Haufen. Da habe ich das nicht hingekriegt, dieses aufeinander zu stapeln. Da musste ich erst ein paar wieder wegnehmen, um überhaupt stapeln zu können. Gut, die habe ich weg. Es wird langsam dunkel. Vorne hatte ich gesehen, lag noch was. Jetzt steht das Auto wieder im anderen Winkel. Ah, das scheint jetzt aber zu funktionieren. Ich weiß, hier war noch irgendwo ein Stapel. Aber wo? Das kann ich dir von hier oben aus nicht sagen. So, hier ist die Bushaltestelle. Dahinter liegen auf jeden Fall noch Baumstämme. Also bei der Bushaltestelle habe ich nur einen Stapel gebaut. Gut, dann ist der wohl schon weg. Aber Baumstämme liegen da noch. Drehe ich das Auto mal um, dass ich das Ganze mal ein bisschen ausleuchten kann.
Was? So, jetzt liegen sie alle neben dem Auto, jetzt geht das. Da passt sogar die Richtung. Sehr schön. Und ich würde sagen, morgen müssen wir da mal zusehen, dass wir wieder jagen gehen, ne? Auf jeden Fall. Denn wir brauchen diese 200. Und wir brauchen das Eisen. Naja. Und wir müssen zusehen, dass wir genug Kohle haben zum Tanken. Ja, tanken ist jetzt sowieso angesagt, weil der Sprit geht jetzt hier auch langsam wieder alle. Ich guck mal, was im Kommen ist. Mal gucken, was drin ist. Hoch. Ach, jetzt habe ich die Säge schon wieder aufgenommen. Ey, da, was ist denn das für ein... Um zu gucken, wie viel im Kanister drin ist, brauchst du den aber nicht reinpacken. Du brauchst den nur hinstellen und dann siehst du, wie lang der rote Balken ist. Ja, das weiß ich. Problem ist aber, ich wollte tanken, weil die Säge ist ausgegangen. Ach so. Och, was mache ich denn jetzt? Wieso nehme ich denn jetzt die Baumstämme hoch? Ja, dieses Blöde mit der falschen Maustaste bewegen, ne? Oder beziehungsweise mit der Maustaste nimmst du auf. Bei 23 Uhr. Ich bin gerade dabei, noch hier das letzte aufzuheben. Aber ich glaube, ich kriege das nicht mehr komplett mit. So, komm, einer muss da noch irgendwie passen. Jawohl. So. Was habe ich jetzt hier noch? Eins, zwei. An der Bushaltestelle liegen noch zwei, drei Baumstämme. Die kriege ich nicht mehr mit. Ja, dann bleiben sie liegen. Ist kein Problem. Boah. Jawohl. Ich sehe hier nichts mehr. So. Klappt ja. Und gut.
War das? Die Kreissäge ist halb voll und der Kanister. Was ist mit den Eiern hier, mit den Tieren? Hast du geguckt? Mit Tieren ist gut, wir haben hier nur eins. Haben einen Huhn und das hat genug. Das hat genug für 7 Tage. So, der Kanister ist leer. Das habe ich alles in die Segel gefüllt. Okay. Das heißt, den werde ich schon mal aufs Auto packen. Weil das ist A und O, morgen früh als erstes. Ja. Das Licht aus dem Auto, ja. Ja, gut. Also ab, Feierabend für heute. Ja, Eier einsammeln kann ich auch morgen früh noch. Ja, das ist richtig. So, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!